Herzlich willkommen zum weiteren Unpacking und heute müsste es die Nummer 10 sein. Ja, wie man oben sehen kann, habe ich die zwei schon ausgepackt, um hier ein bisschen Zeit zu sparen, mal dieses Mal. Und ich denke, ich zeige es euch gleich, was die hier zwei hier oben sind. Das sind die zweite und die dritte Figur der Beach Queen Serie von Nisekoi. Einmal die Tsugumi Seishiro und einmal die Kosaki Onodera. Und ja, zu denen kommen wir später. Dann kommen wir zuerst mal zu dem Riesenpäckchen hier. Jeder Schweizer weiß, was hier drin ist. Weil es ist Ende Monat, das heißt, es ist Anime-Release-Zeit. Ergo heißt das, es gibt neue Anime-Serien. Und ja, das wären diesmal jo, ein bisschen mehr als sonst. Genau. Wie man sehen kann, dort hinten sind es mehr. Und hier haben wir auch gleich noch das neue Programmheft von worldofgames.ch. Und ja, gut. Fangen wir hier an mit der wunderschönen Zauberkiste hier hinten. Der erste Anime, wie ihr sicher unschwer schon erkannt habt, ist Tokyo Ghoul. Die dritte Volume, wieder mit dieser Disc Plus Edition, dass man die Blu-ray und die Online-Version hier hat. Das gleiche gibt es auch natürlich auf DVD. Dann haben wir hier Magi The Magic, nein, The Kingdom of Magic, Volume 3. Sehr cool. Dann haben wir hier als nächstes Hamatora The Animation, Volume Nummer 3. Dann haben wir hier als nächstes Sword Art Online, Volume 2. Also Sword Art Online 2. Oh Gott, das sieht ja jetzt schon beschissen aus. Hier hinten aufgeklebt. Ja, super. Mal schauen, ob ich das wegkriege. Dann haben wir hier als nächstes Akuma no Riddle Volume 2. Dann zwei neue Serien. High School DD New Volume 1 mit Shubo. Und als letztes haben wir hier noch Akame ga Kill Volume 1. Auch natürlich Limited Edition. Mit Original-Soundtrack, mit dem Original-Soundtrack. Limitiert ist das Ganze auf 3000, wenn ich das hier unten richtig sehe. 3000 Exemplare. Ich habe die Nummer 2484, falls es jemanden interessieren sollte. Und ja, gut. Ich denke, ich werde hier mal kurz ein bisschen die Sachen aufmachen und dann komme ich gleich wieder. In diesem Fall würde ich sagen, bis gleich. So, und da bin ich ja schon wieder. Und wie man hier sehen kann, sieht man hier natürlich die wunderschöne Seishiro mit ihrem roten Badeanzug und mit ihrem etwas verstörenden Blick. Nein, Spaß beiseite. Wie gesagt, das ist die Beach Queen Version und ich muss sagen, sie sieht nicht schlecht aus. Für diesen Punkt ist demnach meine zweite oder je nachdem, wie man sieht, dritte Beach Queen Figur. Und hier drüben haben wir dann die Kosaki, die auch alles ins Licht, in Schatten stellt, meine ich natürlich. So, gut. Ja. Mit einem wunderschönen Wasserring. Schwimmring, meine ich natürlich. Wasserring. Ja. Wobei ich muss sagen, bei ihr, der eine Fuß dort rechts sieht ein bisschen so aus, als würde sie ihn gerade so ein bisschen einknicksen, aber naja, der Rest sieht eigentlich sehr gut aus. An diesem Punkt muss ich wirklich sagen, die sehen echt top aus, die zwei Figuren. Und ich würde sagen, dass war's wieder mit diesem Unpacking und wir sehen uns beim nächsten Mal. Lange musste man warten, doch nun geht das Projekt Tokyo To Go endlich online. Das Format auf German Otaku, wo wir euch auf eine Reise mit nach Tokio und dessen Stadtteile nehmen, sowie diese ein wenig vorstellen. Den Anfang macht der Stadtteil Asakusa und der Sensoji-Tempel. Viel Spaß!